Wieso werden bei uns im Moment individuelle Fehler direkt mit Gegentoren bestraft? Ja, das kommt dann mit dazu, dass die Gegner auch noch effektiv sind und wir auch zu viele Chancen brauchen und zum Schluss einen Elfmeter bekommen müssen, den wir auch nicht bekommen haben. Aber da wollen wir jetzt gar nicht dem Schiedsrichter die Schuld geben, sondern wir sind selbst schuld. Wir haben selbst die Fehler gemacht und wurden bestraft. Warum schaffen wir es im Moment nicht, uns für den Aufwand, den wir betreiben, zu belohnen? Weil wir den Aufwand nicht über 90 Minuten betreiben, ganz einfach. Wir haben zwar super begonnen, haben auch ein tolles Tor gemacht, aber sind dann wieder viel zu fahrlässig in unseren Aktionen, in der Defensivbewegung, lassen die Gegner zu einfachsten Chancen kommen und dann kannst du auf dem Niveau keine Spiele gewinnen. Uns hat man nicht die Nervosität angesehen, wie dass man 4 Spiele in Folge verloren hat, was wir hatten. Führen 1-0, also läuft eigentlich alles nach Plan und dann machen wir natürlich wieder 2 Fehler und es steht 2-1 für den Gegner und kommen da nicht mehr raus. Wie gesagt, ich versuche selbst Worte zu finden, Erklärungen zu finden, Gründe zu finden, um das zu erklären, aber ich kann es nicht und das tut mir einfach nur wahnsinnig leid.